Ja, nach der sehr weihnachtlich ruhigen Runde geht es heute auch nochmal engelsgleich weiter. Es bleibt also noch ein wenig ruhiger in der heutigen Folge. Servus, Grüezi und Hallo, euer Mr. Key präsentiert heute den Angel Sun Style. Ja, lasst euch überraschen, wie schön auch dieser sehr ruhige Style klingt. Wir starten in A-Moll. Okay, und natürlich bei eingeschalteter OTS-Link-Taste mit Intro 1, das wollte ich eben sagen. Main A und OTS-Klangvariante Nummer 1. Auf geht's! Schlagzeug ist noch nicht zu hören. Ich sag mal so, es blubbert und wabbert so ein bisschen mit synthetischen Klängen und auch einem Flächensound. Ja, das ist ein Sopransaxophon in Kombination mit einem synthetischen Klang. Auf rechts 1 und rechts 2. Weiter geht es ebenfalls mit einem synthetischen Ton auf rechts 3. Ja, ein sehr perkussiv-synthetischer Ton. Und den Abschlussakkord gab es eben mit Ending Nummer 1. Ja, Main-Variante B und die dazugehörige OTS-Variante Nummer 2 bietet uns einen Klangmix aus E-Gitarren-Sounds, zwei Stück. Und ja, auch einer synthetischen Fläche auf rechts 3. Etwas dezenter angespielt, so. Und ja, passend zu dem Namen dieses Styles, Angel Sun, Engels Sonne. Ja, auch bei Main B wabbert der ein oder andere synthetische Sound.
Eine gewisse Rhythmik ist durch so einen perkussiven Klang zu hören. Ja, und auch leichte Filteröffnungen, Modulationen bei dem Flächensound machen diesen Style in der Main-B-Variante schon sehr interessant und spacig irgendwie. Ja. Vielleicht nochmal etwas lebhafter angespielt, damit auch die Gitarren etwas mehr zur Geltung noch kommen. Natürlich könntet ihr genauso gut auch einfach diesen Flächensound nehmen, diesen synthetischen, und zu der Begleitung auch noch andere Akkorde spielen. Jetzt habe ich nur rechts 3 eingeschaltet, denn klingt das Ganze so. Diesen Weltraum-spacigen Klangcharakter ebenfalls. Zusätzlich gäbe es noch die Möglichkeit, wenn der Rhythmus durchläuft, ich habe ja hier den Sync-Stop-Taster gerade an, dass ihr mittels des Joysticks diesen Klang auf rechts 3, der nennt sich übrigens Deep Motion, tiefe Emotionen, sage ich mal vorsichtig auf Deutsch, den könnt ihr selbst beeinflussen, und das Ganze klingt so. Ich spiele mal nur den Klang an. Zusammen mit dem Style, ich bleibe mal nur auf A-Moll. Ja, mit diversen anderen Akkordgriffen natürlich klingt das denn schon sehr, sehr interessant und spannend. Ja, schauen wir mal weiter bei Main Variante C, wie sich der Style ändert. Okay, hier kommt ein synthetischer Schlagzeugklang, Groove hinzu. Und auch ein Basston war eben zu hören. Ups, das klingt da jetzt nicht so schön, dann nehmen wir mal den Akkord. Ja, und nach wie vor Flächenklänge, Filteröffnungen, Modulation in der Fläche, so ein Arpeggio-Sound, sehr interessante Geschichte. Ja, eine Klangkombination rechts, ich drücke mal den Break-Taster und dann hören wir den Klang rechter Hand. Thank you.
Ja, eine ebenfalls interessante Mischung von dem Ambient-Klavier und zwei synthetischen Klängen, die so ein bisschen perkussiv angehaucht sind. Sehr spannender Ton. Ja, natürlich mit einem Echo versehen. Genau, wir haben noch Intro 2 gar nicht angehört. Das klingt so. Es deutet schon hin mit den ja, leicht wabbernden Klängen, auch im Intro 2, auf das, was nachfolgend in den Main-Varianten zu hören ist. Ja, im direkten Anspielen auch gleich Ending Nummer 2. Ja, so ein dezenter Sopransaxophon-Klang ist hier zu hören, der so eine kleine Melodie spielt und ja, es klingt gemütlich aus. Am Schluss ist nochmal so ein Bumm, tiefer Ton zu hören, ehe das denn komplett aus ist, der Style. Ja, engelsgleich. So, Main-Variante D und die dazugehörige OTS-Klang. Kombination Nummer 4. Auch hier sind drei Klänge als Mix zusammen. Wir hören mal rein. Ja, das Schema des Styles wird weiter aufgelockert. Auch der Bass spielt hier jetzt eine etwas andere Figur. Ja, einfach wunderschön. Ja, auch hier verschiedene Bläserklänge, Saxophon ist mit dabei und auch ein Effekt, der natürlich das Ganze, den ganzen Klang und rhythmischen Mix unterstützt. Eine wunderschöne Style-Idee von Yamaha und hiermit kann man wunderbar lange improvisieren, sich zurücklehnen, einfach diese schönen Klang- und Style-Kombination genießen, spielen, improvisieren, relaxen. Einfach wunderbar. Und ich habe auch selbst diesen Angel Sun Style schon in einem Stück verwendet. Es ist allerdings ein Instrumentalstück. Und ja, für Schlager oder ähnliches, Rocksachen eignet sich der nicht. Vielleicht für synthetische Musik von Jean-Michel Jarre oder ähnliches, Vangelis vielleicht. Auf jeden Fall eine wunderbare Geschichte und es macht tierisch Spaß, mit diesem Style Angel Sun zu spielen. Ja, zu spielen, das ist auch wieder mein Stichwort. Wir sind schon wieder durch mit dieser Folge. Es gibt gleich noch den Bonussong, wie jedes Mal am Ende dieser Tutorials. Mit
Intro Nummer 3, Ending Nummer 3 und den verschiedenen Klang- und Style-Möglichkeiten. Ja, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like oder ein Abonnement. Ich würde mich riesig freuen, auch darüber natürlich. Ich produziere das nächste Video. Freut euch auf das, was dann noch kommt. Ein paar Buchstaben haben wir noch mit. Ein paar Styles mit dem Buchstaben A am Anfang. Ihr werdet dann auf die Styles mit dem Buchstaben B übergehen. Lasst euch da überraschen. Ich sage für heute euch alles Gute. Euer Mr. G sagt Bye-bye.